Ja, wir fangen gerade nochmal an. So, diese Woche muss ich ein bisschen Gas geben, steht einiges an. Gepäckträger passt mir noch nicht recht. Die ganze Geschichte mit dem Verschweissen, mit dem Rahmen etc., die Anpassereien. Dann Overtrolle, weil ich ja die schöne originale Patina erhalten. Und der Motor ist noch. Wenn alles läuft im Schnürli, ist das kein Problem. Aber erfahrungsgemäß wissen wir alle, meistens nicht der Fall. Geben wir Gas, Vollgas. Geben wir Gas, Vollgas. Ich glaube, ich habe so einen hohen Kickstart hier. Ich muss mal in den Zauberschrank schauen. Ja, Affengeil. Sogar noch einen Kröpfchen, das gibt noch Platz. Das ist jetzt aber ganz gut. Dann haben wir jetzt so sinnlos Platz, was natürlich gut ist. Ich glaube, da bestelle ich einen geraden, ist fast schöner. Zack. Also, Kickstarter passt. Kette passt auch, scharf, aber es geht. Also, jetzt habe ich ja noch einen Gepäckträger da montieren, einen lustigen. He? Ist das auch etwas? Das ist schon noch geil. He? Hast du da hinten noch ein bisschen Platz? Da? Ja, sonst sieht es nicht schlecht aus. Da. Ja, mit Federli, oder? Das ist wichtig. Aber es ist nicht original, die Federli. Nein, das hat auch nicht nichts, oder? Ja, aber ich bin. Das ist aus den 70er Jahren, ja. Einfach. Weil ich hier versteift habe, habe ich gedacht, ich mache ein bisschen Federli an. Ja, ist okay. Aber das wäre ein schöner Abschluss da. Mit dem Sattel. Da kannst du eben Satteltaschen drüber hängen. Wie sieht das aus? Komisch. Normalerweise, wenn es jetzt ein Custom Bike so richtig nur für die Optik wäre, dann würde ich das komplett neu bauen in diesem Stil, oder? Aber da wir ja in einer Woche abfahren wollen, merke, wie ich gleich ein bisschen hadere, weil ich halt eigentlich schon eher ein bisschen der Ästhet bin als der praktisch. Ich glaube, das mache ich. He? Das mache ich so. Also. Gut. Genau, heute sind wir eben ein bisschen in der Hektik. Weil ich jetzt so viel anschweissen und da so viel geändert habe, habe ich mich entschieden, nicht overtrollen, weil man sieht sowieso relativ wenig. Das ist alles verdeckt. Darum habe ich mich entschieden, um das neu lackieren. Sandstrahlen, neu lackieren beim Andreoli. Der macht das bis am Samstagmittag zum Glück. Darum müssen wir ein bisschen pressieren heute. Muss ich noch schnell da das Eisen zusagen. Ich habe etwas viel Luft dort. He? Wir können schon Luft schweissen, aber das ist jetzt etwas viel. Eine Länge 125. Das ist Hammer hier. Wer einen Kunstschweißer kann, kann schleifen. Das machen wir jetzt als nächstes.
Ui. Gut. Zum Teil hat es natürlich noch ein bisschen schlechten Kontakt gehabt und die Farbe dran. Und, ja. Und jetzt tue ich es einfach noch sauber verschleifen. Vor allem oben die Übergänge, wo man es halt sieht, oder? Dass es schön aussieht, schöne Rundungen machen. Da habe ich Flex natürlich mit den groben Scheiben. Und hier noch so ein kleines Bandschleifchen, dann kommt man wunderbar ein bisschen Deckchen. Also, mach weiter. Ja, die einen sagen, das sei giftig, aber wenn man sich daran gewöhnt, nein, ich habe jetzt nie Ausschlag oder nichts, das macht nichts, das Zeug. Wenn man etwas heikel ist, kann man auch Händchen anlegen. Das mache ich auch, wenn ich stundenlang etwas machen muss. Vorher war mein Vater da, von dem habe ich das Ovatrol ursprünglich. Der hat den ganzen Pickup 1947 restauriert. Mit diversen Schichten Ovatrol. Also es sieht aus wie ein Lack, aber natürlich einfach in geil. Originalfarbe, leicht Rost, einfach richtig geil. Der ganze Karre, alles nur mit Ovatrol. Söderli, das tun wir hier. He? Bei diesem Modell mache ich jetzt nur eine Schicht. Und zwar mit dem Ovatrol, mit dem Rost. Ja, ist das richtig? Rostal. Ich kann mehrere Schichten machen. Aber das ist jetzt zuerst mal die Anti-Rost-Beschichtung. Und nachher könnte man noch einen Lack auffrischen drauf tun, aber nicht zwingend nötig. Ja. Ich mache das mit dieser Pistole, weil es muss einfach ganz einen feinen Nebel geben. Ihr seht, ich habe es schön angeschliffen. Darum ist es hier so ein bisschen helle Stelle. Und jetzt geben wir dem einfach einen feinen Nebel mit dem Ovatrol. Hauchdünne Schicht. Und ist klar, je mehr dass man drauf hat, umso länger hält es, weil Ovatrol ist bekanntlich nicht wie ein Lachs, sondern es nützt sich ab mit der Zeit. Mit Regen, Berührungen von den Kleidern und so weiter. Ich glaube, das lasse ich jetzt schnell 3-4 Stunden trocknen und dann gebe ich noch eine zweite Schicht. Bastisch du. Alles voll, alles an der Fresse. So, jetzt muss man das 2-3 Tage trocknen lassen. Bis das Ovatrol wirklich ausgehärtet ist, geht das sicher einen Monat bis 6 Wochen. Aber ich sage mal, so etwa nach einer Woche ist es grifffest richtig und dann kann man normal damit arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir gerade
die ganzen Gehäuseteile noch geputzt. Währenddem habe ich gesehen. Jetzt muss ich es schnell holen. Das kann ich es nicht zeigen. Ein Vogel. Das ist natürlich ein bisschen Scheissdreck. Nein! Da komme ich eine Scheibe über.